Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mal ein Video über Koffer mache, aber dieser Koffer ist es wert, denn es ist nicht nur ein Koffer, es ist gleichzeitig natürlich auch ein mobiler Kleiderschrank. Was hinter diesem System steckt, was man damit alles machen kann, was gut ist, was vielleicht nicht so gut ist, das erfährst du jetzt in meinem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Verwandle den Pull-Up-Suitcase in nur wenigen Schritten in einen mobilen Kleiderschrank. Ziehe einfach den Deckel nach oben und sofort hast du Zugriff auf alle deine Packwürfel und Sachen, die du mitnimmst. Es spielt dabei keine Rolle, wo du dich befindest oder wie groß oder klein dein Hotelzimmer ist. Der Inhalt des Koffers ist jederzeit griffbereit und ganz ohne aufwendige Suche. Der Pull-Up-Suitcase ist dein praktischer Reisebegleiter, mit dem du jedes Reisechaos organisieren kannst. Die patentierte Pull-Up-Technologie ermöglicht es dir, deine Kleidung und deine persönlichen Gegenstände systematisch in getrennten Fächern zu verpacken, was die beste Garantie für eine perfekte Organisation vor Ort und während deiner Reise ist. So die Worte des Herstellers. Wem der Koffer irgendwie bekannt vorkommt, der hat jetzt recht, denn er wurde offiziell in der ProSieben-Erfindershow Das Ding des Jahres einem breiten TV-Publikum vorgestellt. Grundidee der Erfinder war es, einen Funktionskoffer zu entwickeln, der den heutigen Ansprüchen gerecht wird. Denn die Hotelzimmer werden immer kleiner und mit diesem Koffer hat man quasi den mobilen Kleiderschrank immer bei sich und muss nichts mehr auspacken, außer vielleicht dann doch mal die Waschtasche. Geliefert wird der Koffer von Amazon Freihaus ohne weitere Lieferkosten. Wie man sieht, ist er stoßfest und bruchsicher verpackt und glänzt mit einem auffälligen Design. Ist er dann erstmal ausgepackt, macht er hier einen wertigen Eindruck. Die Materialien sind gut verarbeitet und man kann diesen Koffer ideal transportieren. Oben sieht man einen festen Handgriff, der gut zu handhaben ist und seitlich ist dann ebenfalls nochmal ein stabiler Griff verbaut, um den Koffer auch vertikal zu transportieren. Die Rollen im unteren Bereich machen einen guten Eindruck und ich denke, hiermit kann man auf diversen Flughäfen einige Kilometer zurücklegen, bis hier mal was passiert. Wer das lästige Ein- und Auspacken satt hat, der ist hier genau richtig. Einfach den Deckel nach oben ziehen und die gesamte Kleidung ist sofort erreichbar. Ohne nerviges Suchen, der Koffer bleibt immer aufgeräumt und ordentlich. Insgesamt 8 Packwürfel sind im Lieferumfang enthalten. 2 für die kosmetischen Artikel, dann wiederum weitere für T-Shirts, Unterwäsche sowie einen Schuhbeutel, in dem man auch mal nicht so saubere Schuhe ablegen kann. Ein besonderes Highlight ist der Kleiderbügel, der ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist. Hier kann man seine Hemden oder Blusen ideal verstauen. Auch gut überlegt finde ich die Seitentasche, die sich unter dem Koffergriff befindet. Man sieht hier die Seriennummer des Produktes und kann gleichzeitig jederzeit schnell und kompakt an seine technischen Geräte rankommen, um mal seinen Laptop oder sein iPad zum Zeitvertreib bzw. zum Arbeiten zu nutzen. Der Reißverschluss zur Öffnung lässt sich gut bedienen, er ist stabil gestaltet und wirkt so, als wenn man ihn sehr oft auf- und zu machen kann, ohne dass hier Mängelerscheinungen auftreten könnten. Leider kann man das vom Kofferschloss nicht behaupten, hier wirkt die Halterung etwas wackelig. Kommen wir zu einem großen Nachteil des Koffers. Dieser besteht im Eigengewicht. Mit fast 9 Kilogramm Leergewicht ist er dann doch schon relativ schwer. Und bei Airlines, die nur knapp 20 Kilogramm pro Koffer akzeptieren, kann man dann genau noch 11 Kilo dazupacken und dann ist schon mal Schluss mit lustig. Das zweite Problemchen könnte die sperrige Bauweise sein, denn manche Airlines transportieren diese Art von Abmaß schon als Sperrgut, was nochmal Aufpreis bedeuten könnte. Zur Info hier nochmal die technischen Angaben. Das genutzte Material ist hauptsächlich Polycarbonat oder Polypropylen. Höhe, Breite, Länge 75 cm x 57 cm x 36 cm. Die ausgezogene Höhe macht dann 1,30 m. Das Koffervolumen beträgt 86 Liter und erhältlich ist er momentan in 3 verschiedenen Farben. Zum einen schwarz, dann blau und in rot kannst du ihn ebenfalls noch kaufen. Was ich jetzt sagen muss, ist das natürlich jetzt vom Inhalt her. Also wenn du das mal so siehst, ist es natürlich so, dass du hier die Taschen hast und hier viele Sachen reinmachen kannst. Aber die Qualität der Taschen und die Qualität der Säcke und die Qualität der Aufbewahrungsfächer, ich sag mal, einmal irgendwas reingeratscht, das ist wirklich total dünn und
Ja, also preis-leistungsmäßig hätte man sich hier noch ein bisschen was überlegen können, dass man das vielleicht ein bisschen besser macht. Das ist wirklich Qualität, ja, wie aus China, wenn man so will. Also du hast zwar gute Ideen mit hier dabei, aber die Qualität der Bags an sich, also wie gesagt, der ganzen Taschen, auch hier dieser Geschichten, die hast du natürlich hier, ich weiß nicht, ob das jetzt für 30, 40, 50 oder 60 Reisen immer ein- und auspacken hält, denn du hast natürlich auch dann diese Reißverschlüsse, die von der Qualität her nicht so schön sind. Der ist richtig super, also der lässt sich wirklich auf- und zuziehen, da passiert kaum was. Aber wenn du hier sozusagen den Reißverschluss 20, 30, 40, vielleicht 50 Mal auf- und zu machst, ich weiß nicht. Also da hätte man sich vielleicht noch ein bisschen mehr Mühe geben können bei den Details hier, bei den Kleinigkeiten, dass man sagt, für den Preis, da gebe ich dir ordentliche Fächer und ordentliche Taschen hier in diesem Teil mit dazu. Das würde ich jetzt sozusagen mal bemängeln, dass, wie gesagt, die Qualität der Taschen nicht allzu optimal ist für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, wenn ich jetzt sozusagen Koffer kaufe für 100 Euro und das mit dabei habe, da meckere ich nicht, da gibt es keine Probleme. Aber wie gesagt, die Qualität dieser Taschen, die ist wirklich nicht optimal. Also hier kann schnell mal was reißen oder kaputt gehen. Kaum mal ein Reißverschluss. Oder ihr kennt das von diesen Jeanshosen oder irgendwelchen anderen Dingen. Wenn sich hier irgendwas reindrückt, dann ist das Ding sofort eingedrückt und kann dann auch wieder Risse verursachen. Also hier von den Taschen her nicht so die optimale Qualität. Gut ist natürlich, dass du hier wirklich den Koffer aufmachen kannst, in dein Hotelzimmer stellen kannst und gleichzeitig deinen mobilen Kleiderschrank mit hast. Also du musst nichts mehr in Schränke einräumen. Du hast die Systeme, wo sozusagen, wenn du dein Packsystem hast, natürlich alles in deinem Kopf drin ist, was du hier sozusagen verpackt hast, ist auch an der richtigen Stelle. Und so muss es auch sein. Also das Ding ist wirklich für Kurzreisen, möchte ich sagen, universell und super verwendbar. Wenn ich jetzt 14 Tage in den Urlaub fahre und ich bin ein Mann und ich möchte nicht sehen, was bei einer Frau in diesem Koffer ist, wenn ich jetzt 14 Tage in den Urlaub fahre, würde mir das schon als Mann nicht mehr ausreichen, weil du musst ja bedenken, du kannst ja nicht alles vollpacken. Du kannst diese Taschen komplett belegen mit verschiedenen Accessoires, gleichzeitig natürlich auch im unteren Bereich kannst du auch alle Taschen komplett packen, aber du kannst die Fächer nicht zu 100% voll machen, weil ja dann sozusagen das Prinzip nicht mehr aufgeht mit dem Kleiderschrank, dass du den sozusagen runterdrücken kannst und den Reißverschluss zumachen kannst, dann funktioniert es halt nicht mehr. Also von 100% Platzangebot kannst du ja hier 50% nutzen. Und für 14 Tage Urlaub ist das dann definitiv zu klein. Da bräuchtest du dann schon wieder zwei von diesen Koffern und das geht natürlich dann auch wieder ans Geld. Was dann noch zu sagen ist, ist, dass natürlich bei dem Koffer schon ein relativ hohes Grundgewicht da ist. Das heißt, wenn ich hier noch was reinpacke, dann wird das definitiv über 20, 25 Kilogramm werden und da gibt es natürlich dann auch schon wieder die Reisebeschränkung der Fluggesellschaften, da muss man dann auch ein bisschen aufpassen, aber vom Prinzip her, klar, wird dir hier was Ordentliches angeboten, das hat natürlich auch sein Gewicht, also Aluminiumstangen sind natürlich immer besser als Plastik, was jetzt leichter wäre und es muss natürlich auch halten, denn der Koffer muss ja auch mal rumgeworfen werden und wir kennen das natürlich von den Fluggesellschaften, wenn die Dinger auf dem Gepäckband landen, dann ist da sozusagen keine Ordnung und keine Sorgfalt mehr vorhanden, das wird raufgeschmissen und so ein Flughafen-Raufschmiss muss das Ding natürlich auch überleben, deswegen muss es mit vernünftigen Materialien verbaut sein. Aber, wie gesagt, ich finde ihn persönlich schon etwas schwer, wenn er dann sozusagen komplett noch vollgepackt ist, dann wird der dann doch schon etwas schwerer werden, sollte man bei den Fluggesellschaften mit aufpassen, wie man hier sozusagen das Gesamtgewicht dann angibt. Ansonsten kann man ja wirklich sagen, ist der gut verbaut, aber jetzt für das Preis-Leistungs-Verhältnis von 890 Euro, was dieser Koffer kostet, finde ich den Preis deutlich zu teuer. Denn 890 Euro rechtfertigt nicht diese günstige Qualität der Taschen. 890 Euro rechtfertigt dieses Gesamtsystem eigentlich nicht, weil die Herstellung dieses Gesamtsystems ist, so merkt man das, der Reißverschluss, der hat Qualität, der Aluminiumrahmen hat Qualität, der Koffer an sich hat natürlich auch Qualität, aber diese Qualität ist in meinen Augen nicht 890 Euro wert, definitiv nicht. Wenn es eine 500 ist, dann ist es schon relativ teuer, aber eine 400 wäre optimal. Also ich sag mal, für 400 Euro würde wahrscheinlich jeder Handelsvertreter dieses Ding sofort wegkaufen. Bei 890 Euro musst du dann schon überlegen und für 890 Euro
Klar, als YouTuber, ich würde den gerne euch verkaufen, massenhaft in meinem Amazon-Link. Da gibt es immer noch ein paar Prozent dafür. Aber man muss wirklich überlegen, die Idee ist geil. Ja? Aber die Umsetzung ist auch geil. Aber vom Prinzip her die Qualität. Also man merkt es doch, was da sozusagen jetzt aus China kommt. Und man hat auch schon mal andere Koffer in der Hand gehabt für 100, 150 Euro. Die waren genauso. Das Prinzip ist natürlich, dass hier überlegt wurde, du kriegst halt so einen Koffer nicht als Kleiderschrank. Das ist momentan eigentlich das einzige System, was sozusagen hier mobil angeboten wird. Aber man muss das wirklich, denke ich, nicht so ausreizen, dass man hier so den Preis nach oben schraubt. 890 Euro, meiner Meinung nach, deutlich zu viel. Obwohl, wenn du Handelsvertreter bist und wirklich jeden Tag unterwegs bist, jeden zweiten Tag irgendwo in anderen Hotels schläfst, dann ist natürlich der Preis gerechtfertigt, weil du hast immer komplett deine Utensilien ordentlich und sortiert dabei. Musst nicht irgendwo in Hotelschränke alles einpacken und wieder auspacken. Maximal die Waschtasche und dann funktioniert's. Dann kann man das natürlich auch als Investition nehmen. Und 890 Euro, wenn der jetzt zwei Haare halten sollte, was ich nicht glaube, ehrlich gesagt, dann ist es so, dass die 890 Euro sich rentiert haben. Bei einem Handelsvertreter oder jemanden, der wirklich weltweit viel unterwegs ist, der sollte dann hier sozusagen richtig zugreifen. Da ist auch das Geld egal, weil du musst einfach gut ankommen, du musst organisiert sein und du liebst so ein System, wenn sich hier mal Menschen Gedanken gemacht haben. Mein Preis und meine Einschätzung, ca. 400 Euro, ist er wert. Definitiv 890 Euro ist er nicht wert. Und damit war es das mit diesem Video. Ich bedanke mich bei euch ganz, ganz doll fürs Anschauen. Sehr gerne ein Like, ein Abo oder wie findest du diesen Koffer? Schreib es mir doch einfach mal in die Kommentare. Würdest du das Geld dafür bezahlen? Ist es dir zu teuer? Ist die Idee geil? Und. Dafür sind meine Videokommentare da. Ich sage vielen Dank, tschüss, bye bye und winke, winke und sehr gern bis zum nächsten Video.